Sarah Jessica Parker und Kim Kardashian waren eigentlich Freundinnen. Doch nun gibt die Ex von Kanye West Erzfeindin Kim Cattrall den Vorzug. Sexy kann sie, wie ich's Kims finde? Das würdest du gerne wissen, was? Verdammt fabelhaft, grinst Kim Cattrall flirty in die Linse, während sie vor der Kamera lasziv in der Shapewear von Kim Kardashian posiert. Keine Frage, Kim hatte den richtigen Riecher, als sie neben Stars wie Sängerin Nelly Furtado auch die Sex and the City-Ikone als neues Werbegesicht für ihr Wäschelabel ausgewählt hat. Kunden und Fans zeigen sich begeistert. Was für eine coole Kampagne, Kim Cattrall hat das Ding mal wieder gerockt, OMG, Samantha Jones ist zurück, wird der Neuzugang im Netz gefeiert. Und auch Kim Cattrall selbst ist über ihren Job als Testimonial happy, ich habe mich während des Shootings so wohl gefühlt. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, freut sich die Blondine. Nur eine dürfte beim Anblick des Werbeclips vor Wut schäumen, sagte Kollegin Sarah Jessica Parker. Kopf für Sarah Jessica Parker. Denn sie wurde offensichtlich nicht gefragt, ob sie in Kim Kardashians Formwäsche schlüpfen will, und das, obwohl Sarah seit langem mit der Reality Queen befreundet ist und darüber hinaus auch noch über reichlich Erfahrung als Dessous-Model verfügt. Immerhin stand sie in den letzten Jahren immer wieder für die Lingerie-Marke Intimissimi vor der Kamera. Doch die Skims-Chefin entschied sich, ausgerechnet, für Sarahs schlimmste Konkurrentin, ihre Dauererzfeindin Kim Cattrall. Autsch, das tut weh. Dabei hatte Kim Kardashian doch erst kürzlich wieder beteuert, dass Sarah ihr sehr am Herzen läge, ich liebe Sarah und würde alles für sie tun. Tja, jetzt wissen wir, leider nur fast alles.